Willst du das Video machen? Ja. Oh nein, nicht auf dem Tisch. Willst du sagen, hallo Leute, ich bin Euro Fluffy? Ja. Willst du das sagen? Alle Mann fertig machen. Tada! Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und so wird es wieder eine Team Becky Challenge. Und nicht nur irgendeine, sondern eine Welcher Typ Mensch bist du wirklich Challenge in, das habt ihr euch nämlich sehr oft gewünscht, Becky oder Fluffy Edition. Deswegen ist Fluffy hier auch wieder am Start. Die hat sich schon gemütlich gemacht. Ich bin mega gespannt, was bei euch am Ende rauskommen wird. Also macht unbedingt mit. Schnappt euch auf jeden Fall ein Buch oder ein Heft oder ein Zettel und ein Stift oder nehmt einfach euer Handy und führt mit mir zusammen Strichliste und schreibt mir am Ende des Videos rein in die Kommentare, was bei euch rausgekommen ist. Ich hoffe irgendwie, dass bei mir Fluffy bei rauskommt, weil das wäre der perfekte Beweis, dass wir seelenverwandt sind. Man sagt ja immer, der Hund und der Besitzer passen sehr gut zusammen. Also ich möchte gerne, dass Fluffy rauskommt, aber mal gucken. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr mir Fluffy oder Becky Edits schicken könnt, beziehungsweise mich drauf markieren könnt. Deswegen sind sehr viele von euch davon am Start. Also Dankeschön dafür. Lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf mehr Fluffy Videos. Und ja, wenn ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. Wusch. Und los geht's, Leute. Das erste hier ist von Beckys_Donuts75. Dankeschön für dieses tolle Edit. Einmal hätten wir hier bei Fluffy eine Herzpizza und eine mit Blumen. Habt ihr schon mal so eine schöne Pizza gesehen? Und bei mir ist Sushi am Start. Und ehrlich, jetzt ist es so eine schwere Entscheidung. Aber ich glaube, ich würde mich diesmal eher für die Pizza entscheiden, weil die sieht echt sehr toll aus und mit so viel Liebe gemacht. Deswegen nehme ich jetzt diesmal Fluffy. Okay, Leute, und das nächste. Entweder, diesmal ist es Becky oder Fluffy, also andersrum. Einmal hätten wir hier diese Juicy Lip Glosse von Essence. Die liebe ich auch total. Und ein Lip Oil. Und das mag ich auch gerne, Leute. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Soll ich danach gehen, was ich in letzter Zeit öfter getragen habe? Deswegen nehme ich jetzt Fluffy. Aber ich mag beides. Und ich habe halt, wie gesagt, beides. Deswegen ist es ultra schwer. Und jetzt kommen wir zu Scrunchies. Oh mein Gott, die Farben passen so gut. Mal ganz im Ernst. Bei mir diese bunten Farben und bei Fluffy einfach eher so Toastbrotfarben. Ja, ich glaube, ich nehme meins. Weil das würde ich mir eher kaufen. Diesmal haben wir ein Edit von Becky Cutie Fluffy Donut. Und da würde ich mich definitiv für Becky entscheiden. Also für meine Seite. Weil das würde ich eher tragen. Ich glaube, da kann mir jeder auch zustimmen. Ich glaube, alle von euch kennen mich sehr gut und wüssten das. Alter, wie das klingt, ne? Das klingt ein bisschen weird, wenn ich meinen eigenen Namen sage. Das klingt so durch. Okay, da muss ich gar nicht so lange überlegen, Leute. Was ich tatsächlich mehr benutze, sind die Sachen auf Fluffys Seite. Ohne Mist. Ich benutze diesen Lip Liner, diesen Lippenstift da, diesen, also eigentlich ist es mehr so eine Art Lipgloss. Und die Farben, also ich bin sowas von Fluffy. Sowas von. Vielleicht kommt es ja wirklich mal raus. Oh mein Gott, das wäre so cute. Und jetzt kommen wir zum nächsten Edit von Beckys Mochi. Und so hätten wir einmal hier ein Outfit auf meiner Seite mit einem Schlabberpulli. Oh mein Gott, mega nice. Die Hose, sowas würde ich auch total tragen. Die Brille habe ich sogar. Also, die sieht fast so aus wie eine, die ich habe. Und auf Fluffys Seite ist einfach etwas, was ich gefühlt gerade trage. Minus die Hose, weil ich nicht mit Jeans rumlaufe zu Hause. Aber ich nehme Fluffys Seite, Leute. Habt ihr das extra gemacht? Und jetzt Ferienzeit, Leute. Entweder hätten wir hier einmal Pool auf meiner Seite mit Bergen im Hintergrund. Lebt jemand von euch in den Bergen? Ich liebe Berge, Leute. Ist es für euch langweilig da oder total cool? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wie Heidi in den Bergen lebt. Und einmal auf Fluffys Seite hätten wir das Meer. Und Leute, wenn ihr mich kennt, ich liebe zwar den Pool, ja? Ich könnte auch stundenlang im Pool verbringen, aber Meer, das kann nichts toppen für mich. Deswegen nehme ich Fluffy. Oh mein Gott. Schwere Entscheidung, Leute. Wir haben hier die Blumenpizza bei Fluffy. Oder einmal ein fettes McDonald's-Menü für mehrere Personen. Muss ich das dann Forever Alone selber essen oder kann ich das teilen? Ich habe keine Ahnung, aber ich nehme natürlich Maggis, Leute. Hallo, es sind Chicken Nuggets dabei. Ich liebe Chicken Nuggets und Pommes. Jetzt habe ich von Loves wie Becky ein Edit hier und zwar Haare, Leute. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass Fluffy sowas als Mensch tragen würde. Wirklich jetzt? Und ich liebe beide Haare. Aber ich glaube, ich würde gerne mal eine komplette bunte Haarfarbe haben. Also eine Farbe. Ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne roségoldene Haare haben. Und das kommt sehr gut hin, ne? Also ich nehme meine Seite. Okay, wir haben wieder von Beckys_Donuts75 hier ein Edit. Und zwar zwei Häuser. Und die sehen so nice aus.
Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich schöner finde. Aber ich brauche nicht unbedingt irgendwie so einen Wald hinter mir. Es wirkt für mich ein bisschen abgeschieden, deswegen nehme ich lieber meine Seite. Und jetzt die Fragen der Fragen, McDonald's oder Burger King. Welcher Typ seid ihr, Leute? Also, ich bin auf jeden Fall Mc's. Team Mc's. Fluffy, bist du Team Burger King? Bist du Team Burger King? Ja? Ich glaube, sie sagt ja. Welche findet ihr schöner? Also entweder so ein Riesenstrauß mit roten Rosen. Also der ist ja gigantisch. Das sind so viele Rosen. Wie viele sind das bitte? 100 Stück? Also ich muss ehrlich sagen, ich mag lieber die auf meiner Seite tatsächlich. Da hat jemand sehr gut getippt, dass mir das gut gefallen könnte. Oh mein Gott, Slushies. Ich liebe Slushies. Und die machen mich ganz so happy von den Farben her. Aber ehrlich jetzt, auf meiner Seite gibt es noch eine andere Sorte. Und zwar richtig grün. Und ich würde gerne noch eine andere Sorte probieren als nur rot-blau. Deswegen nehme ich meine Seite. Das ist jetzt von Becky's Disney und das passt sehr gut. Ich habe beide schon probiert. Wer mein Video gesehen hat, und zwar das hier, weiß das. Schaut es euch gerne an, Leute. Und zwar einmal hätten wir diese Mickey Mouse Beignets und einmal diesen Slushy da mit Eis. Und ich sag's euch, Leute, beide schmecken so hammer. Aber nichts, wirklich gar nichts. Und ehrlich jetzt, ich vermisse sie. Können die Mickey Beignets toppen? Es tut mir leid, Fluffy, aber ich nehme Beckys Seite. Also meine Seite. Sorry, es tut mir so leid, kleine Maus. Ich hab dich trotzdem lieb. Okay, Leute, erstes Outfit hier am Start. Okay, das ist richtig fies, weil ich würde eigentlich beides tragen. Ich habe auch beides wieder im Schrank, Mann. Was ist das? Aber ich glaube, ich würde doch lieber den Pulli tragen als einen Top. Weil ich würde das auch so mit den Sneakern tragen und der Tasche und so. Das könnte wirklich ein Outfit von mir sein. Okay, Gaming-Setups bzw. Gaming-Zimmer. Die sind fast gleich. Und Leute, seht ihr das Herz? Und seht ihr mein Herz? Also ich bin sowas von Fluffy. Roblox-Figur, Leute, es wird interessant. Ich mag mehr das Outfit auf Fluffys Seite. Aber Leute, da ist etwas sehr Teures bei meinem Avatar. Aber nein, Leute, ich verzichte drauf. Ich nehme Fluffys Outfit, weil das sieht so cute aus. Diesen Avatar, auch mit den Haaren und so, sieht so süß aus. Happy Meal oder Mac-Menü, Leute? Welcher Typ seid ihr? Also ich bin auf jeden Fall Team Happy Meal. Also ich bin diesmal wieder Fluffy. Oh mein Gott, das ist so fies. Kirby oder so ein Bubble Tea Plushie? Leute, ich bin beides. Ich liebe Kirby. Ich habe sogar einen Kirby-Rucksack. Wirklich jetzt, no joke. Kirby ist iconic, Leute. Das geht nicht. Ich nehme meine Seite. Jetzt wird's spannend. Instagram oder TikTok? Ich glaube, die meisten nehmen TikTok. Ich nehme aber Instagram, weil ich da mehr hochlade. Jetzt auf TikTok. Aber ich habe noch meinen TikTok-Account, Leute. Einige fragten mich schon so, Becky, hast du überhaupt noch deinen TikTok-Account? Ja. Aber ich lade da einfach momentan nicht hoch. Deswegen, ja, nehme ich Instagram. Diesmal haben wir von Becky's Blossom ein Edit. Und zwar diese Schuhe hier. Und ehrlich jetzt, beide Sneaker sehen so nice aus. Aber in letzter Zeit habe ich mehr ein Auge auf die auf meiner Seite. Deswegen nehme ich die. Okay, Leute, das ist so schwer. Das ist jetzt gemein. Ernsthaft jetzt? Seid ihr mehr Team Disneyland oder Team Universal Studio, wo es auch ein Hogwarts- bzw. Harry Potter-Bereich gibt? Was soll ich nehmen? Ich liebe Disneyland. Aber ich wollte schon immer mal ein Butterbier probieren. Und das würde ich so gerne mit dir machen. Deswegen nehme ich Fluff. Wir hätten hier einmal ein Make-up mit rosa Lidschatten und so, was so typisch ich ist. Also jeder weiß jetzt wahrscheinlich, dass ich meine Seite wähle. Und bei Fluffy eher so ein No-Make-up-Make-up-Look. Hätte ich sehr schöne reine Haut, würde ich auch lieber kein Make-up tragen, Leute. Aber nein, ich bin mehr auf meiner Seite. Was für eine Art Foto würdet ihr eher machen mit eurer besten Freundin? Sowas wie auf meiner Seite oder sowas wie auf Fluffys Seite? Oh mein Gott, das würde so gut zu Fluffy passen. Wärst du ein Mensch, würdest du auch dauernd auf mir Huckepack hängen. Aber das ist so ein süßes Foto. Ich mag beide Fotos. Aber ich glaube, ich würde eher das auf Fluffys Seite machen. Okay, entweder ein Schlabberpulli oder in einem schönen Kleid. Was würdet ihr eher machen? Also, ich glaube, ich wäre eher mit Schlabberpulli am Wasser als mit einem schönen Kleid. Deswegen nehme ich meine Seite. Ich lebe in Schlabberpulli, so schlammigen Klamotten. Oh mein Gott, das ist wirklich ein Fluffy-Outfit bei Fluffy. Oder auf meiner Seite mit so einem lila Cardigan. Zufall? Ich glaube nicht. Leute, ich nehme meine Seite. Ich glaube, ich würde nicht so schick rumlaufen. Hier hätten wir auch wieder zwei Outfits. Was würdet ihr eher tragen? Also, ich finde, meine Seite passt eigentlich ganz gut zu mir. Das sind übrigens auch die Schuhe, die ich gerne haben wollen würde. Und so eine Art Hose habe ich mir erst vor kurzem geholt. Also, ja,
nehme ich meine Seite. Welche würdet ihr eher tragen? So dezent weiß mit ein paar Steinchen. Oh mein Gott, das passt wieder so gut zu Fluffy. Oder solche, wie ich fast eigentlich schon an Valentinstag hatte. Solche Nägel in der Art hatte ich. Deswegen, ja, passt das eher zu mir. Ich nehme eher lieber ein bisschen mehr Farbe oder mehr Steinchen oder einfach mehr. Und jetzt geht's um Schlabberklamotten, Leute. Entweder bunt, pastellig oder so typische Basic-Farben. Also wer mich kennt, weiß, dass ich mehr so Pastellfarben trage, bunte Sachen. Das wisst ihr, das ist nichts Neues. Deswegen nehme ich meine Seite. Aber ich finde beide so cool. Okay, es wird wieder spannend, Leute. Sneaker. Und ich mag auch gerne Air Force. Und ich finde das Design auch voll süß. Und auf der anderen Seite hätten wir diese Jordans in schwarz-weiß. Und ich habe solche, aber das sind Dunks. Deswegen nehme ich meine Seite. Aber ich liebe beide Seiten wieder. Das ist so schwer. Und Handyhüllen. Wer mich kennt, weiß, ich nehme meine Seite. Hallo, da ist rosa mit dabei, ein Schmetterling. Schwarz-weiß ist nicht so meins, deswegen, ja, nehme ich meine Seite. Ja, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was bei euch jetzt rausgekommen ist. Ich bin so gespannt. Bei mir ist leider nicht Fluffy rausgekommen. Ich bin so sad, aber es war sehr knapp. Schreibt mir gerne, was bei euch rausgekommen ist, Becky oder Fluffy. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!